Hallöchen, Leute, willkommen zum sehr späten Video um 21.43 Uhr. Jo, heute zeige ich euch mal einen ganz coolen Trick, wie ihr Banner in Minecraft erstellt, ihr euer eigenes Banner. Dazu müsst ihr auf Minecraft Banners von Novaskin gehen. Den Link hier oben werde ich euch noch in die Videobeschreibung posten. Ja, und dann würde ich mal sagen, ihr braucht es nicht exploren. Ihr geht, was ihr jetzt als erstes machen müsst, ihr müsst euch natürlich ein Banner erstellen. Die Vorschau seht ihr hier in diesem weißen Kästchen immer. Geht sie hier auf Craft und hier könnt ihr dann ohne jegliche Crafting-Vorkenntnisse euer Banner wählen, welche Farbe ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach mal Pechschwarz. Dann müsst ihr noch einen Layer hinzufügen, eine Fläche. Da macht sie am besten irgendeine andere Farbe. Ich nehme jetzt mal ganz frech Weiß. Und dann könnt ihr hier aus verschiedenen Mustern wählen und ach Gott, was alles noch. Damit könnt ihr sozusagen auch ein paar Vorhänge machen oder Rollos oder sowas in Minecraft zum Beispiel. Wäre doch mal eine Idee, oder? Ja. Und ihr könnt euch sogar einen Batman-Umhang machen. Theoretisch. Oder so Batman-Fahne. Ja, dann würde ich mal sagen, nehme diesen Creeper-Kopf und grünen. Und hier wird dann auch das Rezept nach von unten nach oben, was ihr halt alles craften müsst, wie ihr das craftet, müsst ihr euch das, da könnt ihr euch das dann mal euch anschauen. Jo, dann braucht dann könnt ihr und so und das, wenn ihr jetzt so haben wollt, dann passt es. Wenn ihr hier oben allerdings noch irgendeine Verzierung oder sowas haben möchtet, müsst ihr einfach nur Add Layer machen und schon könnt ihr wieder. Oh Gott, das sieht wie so Terminator aus. Wie so Terminator Viech. Oder das oder. Hey, das sieht gar nicht einmal so schlecht aus. Mache ich das hier, lasse ich schwarz. Das könnt ihr hier natürlich jetzt auch noch ändern. Jo. Leute, ich habe die Idee. Genau, wenn ihr was ändern wollt, müsst ihr einfach auf den entsprechenden Layer klicken und dann dementsprechend das ändern. So. Ich mache jetzt eine Enderflagge. So, dann seht ihr hier, wie ihr das craften müsst. Und je nachdem, es ist immer besser, ihr macht es nur 6 Layer, beziehungsweise 5 Layer, weil ja das 5 der Layer 0 auch mitzählt. Genau, dann kopiert ihr euch am besten diesen Ding raus, diesen Command, den GIF-Command, und holt euch auch noch einen Command-Block, weil die Chatleiste kann das nicht verarbeiten. Ja, dann würde ich mal sagen, wir kopieren uns den nochmal raus und dann sehen wir uns gleich in Minecraft wieder. Bis gleich. Bis gleich. Hallöchen, Leute, hier bin ich wieder. Jo, wir sind hier jetzt in Minecraft drin. Ich habe mir hier schon mal eine Plattform gebaut aus Barrierenblöcken und Glowstone-Blöcken, damit es auch nicht so dunkel wird. Jo, und dann würde ich mal sagen, wir starten gleich einmal. Oh, warte mal kurz. Ich baue hier noch ein kleines Türmchen. Aber am besten in die Mitte irgendwie so ein bisschen. Na,
Banner. Jetzt, dass wir uns das Banner auch von hinten und von vorne anschauen können. So, dann drückt ZT und dann Steuerung und V. Nicht hier. Nicht, ihr müsst nicht T gehen, sondern ihr müsst euch zuerst einen Command-Block geben. Macht es hier standardmäßig mit dem Befehl GIFET P. Und dann die ID geben. Ihr müsst nicht Minecraft Doppelpunkt davor schreiben. Normalerweise müsste Minecraft das auch so erkennen. Block. Also bei mir hat es bis jetzt immer so erkannt. Damit befiehlt man Minecraft, dass es dem Player einen Command-Block geben soll. Enter, Befehlsblock, den pflanzen wir mal hier hin. Dann brauchen wir noch einen Knopf, um das alles zu aktivieren. Aktivieren. Was habe ich denn heute mit meinem V? Den platzen wir dann gleich dahin. Den bestücken wir jetzt mit dem Command, was wir vorher rauskopiert haben. Dann Befehl gesetzt und dann klicken, dann selben wir erst einmal wieder im Command-Block, wenn wir wollen. Genau, mache ich immer standardmäßig und dann einfach mal Rechtsklick drauf und voila, ihr habt euer Banner, euer eigenes Banner in Minecraft. Ist doch geil, oder? Ist doch geil. Jo, Leute, ich sag mal, das war's für heute. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye und tschüss.